Einen wunderschönen guten Tag, Leute, und herzlich willkommen zu einer neuen Reiseepisode. Heute ist der zweite Tag der Mahé-Tour. Gestern hat es ja ein bisschen länger gedauert. Ich habe die Insel so ein bisschen unterschätzt, aber deswegen stehen heute auch noch ein paar Sachen auf der Agenda. Und zwar besichtigen wir heute die Hauptstadt der Seychellen, und zwar Victoria. Dann habe ich noch ein paar andere Punkte, die ich auf der Agenda habe, und die werde ich euch heute zeigen. Also vergesst nicht, einen Daumen nach oben zu geben, den Kanal zu abonnieren, und wir sehen uns gleich direkt nach dem Intro. So, Freunde, jetzt geht's erstmal ab wieder zu unserem wunderschönen Mietwagen ohne Seitenspiegel. Boah, die Frau hat mich gerade schon angerufen und hat gefragt, ob wir den heute abgeben oder nicht. Und ich dachte mir so, oh, scheiße, wie erzähle ich dir das denn mit dem Spiegel? Aber ja, let's see how it works out, und ich lasse euch das auf jeden Fall wissen. Hüseyin ist auch schon wieder am Start, und moinsen. Und hier, das ist unser Seitenspiegel. Falls ihr das noch nicht gesehen habt, dann schaut auf jeden Fall mal in der letzten Reiseepisode. Dort habe ich euch auch noch mal ein paar Tipps gegeben zu Mahé. Und ja, let's explore the island. Stopp hier auf Mahé ist der Saussier Waterfall, und heute ist es ein bisschen bewölkt, es klart manchmal auf, manchmal regnet es, es ist halt tropisch hier, und wenn ihr hier zu dem Wasserfall kommen wollt, dann müsst ihr einfach so eine richtig kleine Straße langfahren. Ich blende euch mal hier die Location ein. Es sieht ziemlich suspekt aus, aber ihr kommt irgendwann an, und dann sitzt hier so eine nette Dame, bei der könnt ihr Tickets kaufen, beziehungsweise händigt ihr dann 50 Rupees rein, und das sind ungefähr 2 Euro, und dann könnt ihr zum Wasserfall laufen, und dort marschieren wir jetzt hin. Heute perfektes Wetter für einen Hike. Das ist hier the entrance. Geht's jetzt gleich durch. Also sehr abenteuerlich das Ganze. Und der Weg führt wohl zu einem der Wasserfälle. Let's see. So, Leute, und nach ein paar Regentropfen und einmal laufen durch den Dschungel, echt eine Experience, kommt man relativ einfach hier an dem Wasserfall an. Schaut euch mal diese Aussicht an. Eine Sache muss ich euch noch ergänzend zu den Seychellen sagen. Es ist verdammt schwül. Ich bin sowas von am Schwitzen. Und außerdem gibt es hier auch noch ganz, ganz viele Moskitos. Ich habe jetzt nicht damit so ein Problem. Ich wurde zwar echt viel gestochen. Weiß nicht, ob man das hier sieht, überall. Aber wenn ihr ein Problem damit habt, dann packt auf jeden Fall so ein Mosquito-Repellent ein. Am besten bringt ihr so einen Mosquito-Repellent mit, der extra für die Tropen geeignet ist, weil den ihr bei uns bekommt, bei DM, könnt ihr vergessen, das juckt die gar nicht, die Mücken. Ja, und für uns geht es jetzt noch einen Ticken weiter. Mal gucken, was wir als nächstes auf der Agenda haben. So, Leute, wir machen einen kleinen Mittagsstopp, und wir haben gerade am La Goulette gehalten. Ein eigentlich unscheinbares Restaurantchen, wo so eine Dame gerade draußen saß. Und wir haben uns gerade gegrillten Catch of the Day bestellt.
zwei Stück. Und uns begleitet heute die liebe Flavia. Hallöchen. Hi. Und der Basti. Hi. Und natürlich ist Alihü auch nochmal dabei, ne? Und wir genehmigen uns das Ganze jetzt und machen so einen kleinen Roadtrip heute zusammen. Das sieht auf jeden Fall sehr, 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 sehr lecker aus. Ich glaube, wir teilen alle, oder? So Freunde, wir sind jetzt gerade in Victoria angekommen und ihr habt es ja schon gestern in dem Vlog gesehen, hier herrscht Linksverkehr. Hier waren nämlich früher die Engländer unterwegs und die haben ihnen das so komisch beigebracht zu fahren. Ich weiß auch nicht, was das immer soll. Ich glaube, das mit dem Linksverkehr haben die selber hier noch nicht drauf. Aber eine Besonderheit gibt es, und zwar in London steht ja der Big Ben. Und Victoria ist ja eine der kleinsten Hauptstädte der Welt. Und hier steht der Little Ben. Der Little Ben dient so ein bisschen als Anhaltspunkt. Das ist so ein Kreisverkehr und hier könnt ihr euch auch immer treffen und wiederfinden. Aber wir heizen jetzt mal zum Markt in Victoria, denn hier ist es schon ein bisschen laut. Ich muss mal hier einmal rüberlaufen. Im Markt selber herrscht Maskenpflicht, die musste ich mir gerade kaufen, weil ich meine gerade im Auto liegen lassen habe. Aber hier bekommt ihr alles Mögliche an Gewürzen, an Gemüse, an Obst. Also das heißt, wenn ihr zum Beispiel eine Selbstverpflegerunterkunft bucht, ein Apartment, Airbnb, könnt ihr auf jeden Fall hier ganz geil einkaufen, wenn ihr in der Nähe seid. Ansonsten gibt es auch noch ganz, ganz viele Food- oder Gemüsestände am Straßenrand, wie wir gestern zum Beispiel bei Josh einfach angehalten haben. Und hier bekommt ihr aber auch fangfrischen Fisch. Die Theke ist leider schon ein bisschen abgeräumt, weil wir jetzt gerade um 14 Uhr da sind. Also ihr müsst, wenn ihr Fisch wollt, ganz, ganz früh hinkommen. Und ich zeige euch mal ein paar coole Impressionen von dem Markt selber. Und ich glaube, ich werde mir hier auf jeden Fall noch eine Kokosnuss gönnen und ein paar Gewürze mitnehmen. Stand mit frischen Fischen gefunden. Hier, schaut mal her. Frische Makrele direkt aus dem Indischen Ozean. Und hier hat der Kollege auch noch ein paar Fische. Ich glaube, das ist vorne Barracuda. Könnt ihr euch da auch direkt filetieren lassen. Und frischer geht's auf jeden Fall nicht. Außer ihr fangt den selber im Meer. And I would like also to have some chili powder. Do you have chili flakes as well? Yeah. Ah, okay, only the powder. 35. Sogar Papierstrohhelme, Leute. Alles ökologisch. Thank you so much. Magst du auch einen haben, Hussein? Nee, danke. Echt nicht heute? Alles gut, alles okay. Gut. Ich bin sehr Coconut-addicted, ihr wisst es ja. Wir gehen jetzt mal kurz raus und dann genehmigen wir uns einen kleinen Drink. Der Markt auf Victoria ist ein einzigartiger Vibe. Ihr müsst auf jeden Fall mal vorbeischauen, wenn ihr mal in der Hauptstadt seid. Und ich genehmige jetzt mir die Kokosnuss und dann fahren wir zu einem richtig wunderschönen Strand, den wir leider gestern nicht mehr entdecken konnten. Und ich würde sagen, danach gehen wir auch noch mal was Leckeres essen, oder? Das suchst du. Bitte. Bitte. Cheers. Der erste Strand heute auf der Agenda, den ich schon gestern gesucht habe, ist der Karana Beach. Hier findet ihr ganz viele schöne Granitfelsen. Schaut euch mal an, wie gigantisch die sind. Und ich muss sagen, da ist mein Handy kurz nass geworden. Ich nehme mal mein Handy kurz aus der Hosentasche, lieber. Ich muss sagen, an der Nordseite von Mahé gibt es wirklich die schönsten Strände. Also einer ist schöner als der andere. Aber wenn ihr hier hinkommt, schaut doch mal auf jeden Fall bei dem Karana Beach vorbei. Und jetzt lasse ich euch mal alleine mit ein paar schönen Beauty-Shots. Wir sehen uns gleich.
Lieben, der letzte Stopp auf unserer Agenda hier ist der Beauvallon Beach. Das ist einer der Strände, der am besten touristisch ausgeprägt ist, was so die Aktivitätenlage angeht. Das heißt, ihr könnt hier tauchen, schnorcheln, könnt hier Jetskis mieten, Parasailing und so weiter und so fort, wenn ihr darauf Bock habt. Aber es gibt hier auch richtig viele Restaurants, die ihr besuchen könnt. Das ist so ein... ja, es führt hier eine Straße komplett am Meer entlang und ist einfach nur richtig traumhaft. Und die Straße hierhin, ihr könnt, glaube ich, an jeder Bucht anhalten. Also ich kann euch auf jeden Fall mal empfehlen, die Straße entlang zu fahren und einfach mal nach rechts rüber zu schauen und einfach nur die Aussichten zu genießen. Und wenn ihr die Zeit habt, dann stoppt auf jeden Fall an der Bucht, die wir gerade noch gesehen haben. Es ist nämlich echt richtig, richtig genial hier. Ich zeige euch jetzt mal hier so ein bisschen den Strand. Ein richtig toller, weißer Strand, türkises Wasser. Und ja, was will man eigentlich mehr? Ich muss sagen, die Strände im Norden von Mahé sind für mich persönlich die absolut schönsten Strände. Ich meine, wir haben die komplette Südseite noch nicht gesehen, aber von dem, was ich gesehen habe, ist die Nordseite einfach nur atemberaubend. Und hier gibt es den schönsten Strand, den wir gerade gesehen haben. Einfach nur atemberaubend. Und ich würde sagen, ich zeige euch jetzt immer ein paar schöne Eindrücke hier vom Beauvallon und dann gehen wir was Leckeres essen. Und genau am Beauvallon gibt es das Boathouse. Das wurde uns nämlich gestern schon von Josh empfohlen. Und da gehen wir jetzt gleich nochmal rein. Und dort gibt es halt richtig regionale Küche. Wie bei Mama, hat er gesagt. Und das zeige ich euch jetzt mal kurz. Also ich habe schon richtig Hunger. Und ich glaube, es könnte ein Fisch werden und vielleicht noch ein kleines Curry. Let's see. Leute, jetzt mal ohne Witz, so stellt man sich doch ein Dinner auf den Seychellen vor. Wir haben Octopus Curry, dann haben wir hier Catch of the Day und zwar Red Snapper direkt aus dem Indischen Ozean. Und dazu noch ein wunderschöner Sonnenuntergang. Besser kann man sich doch ein Dinner gar nicht vorstellen, oder? Und ich will das Ganze jetzt erstmal probieren und Leute, ich sag jetzt schon, chillt euch mal ins Boathouse, wenn ihr mal auf den Seychellen seid, auf Mahé und genießt die Atmosphäre hier direkt am Straßenrand, am Strand. Und schaut euch mal den Sonnenuntergang hier an. Dieses sanfte Licht ist einfach nur traumhaft. Wird hier einmal reingehauen und zwar der Red Snapper mit Passionsfruchtsoße. Das sieht richtig, richtig gut aus. Frisch gegrillt, glaube ich. Oder gebraten. Vorzüglich. Eigentlich war mein Plan, so ein kleines Takeaway aufzusuchen, wo man so gegrillten Frisch bekommt. Ich meine, das hier ist ein Restaurant, aber ich wollte es halt noch ein bisschen rustikaler haben. Und das ist einfach nur richtig gut. Probiert es mal selber, es wird euch absolut schmecken. So, und das zweite Gericht, was ich mir bestellt habe, ich habe heute richtigen Hunger, ist das Octopus Curry. Und das ist so ein traditionelles Szechuanisches Gericht. Hier wird es mit einem Kokosnuss-Curry serviert. Ich habe es bei uns im Hotel schon mal probiert mit einer Tomatensoße. Aber ich glaube, das Kokosnuss-Curry, das wird mir, glaube ich, noch einen Ticken besser schmecken. Leute, life is good. Das ist einfach nur der Hammer. So stellt man sich die Seychellen vor, Leute. Tropische Insel, geiles Seafood. Einfach nur genießen. Guten Hunger, ich hoffe, ihr habt auch etwas zum Naschen dabei und könnt die Aussicht jetzt mal kurz mit mir genießen. Mittendrin, Leute, mittendrin.
hoffe, euch hat das Video gefallen. Ich bin überwältigt von Mahé. Ich muss ehrlich sagen, dass ich am Anfang so ein bisschen skeptisch gegenüber der Insel war, weil es die größte Insel ist mit der meisten Bebauung. Und ich habe ehrlich gesagt nicht so viel von der Insel gehört. Ich habe von den anderen Nachbarninseln noch viel krasseres gehört. Wahrscheinlich ist es auch so, aber ich muss sagen, ich bin von der Nordseite Mahés total begeistert. Wunderschöne Strände, türkisblaues Wasser, weiße Strände, also weißer Sand und die Menschen, die sind einfach nur unfassbar freundlich und gastfreundlich. Und ich bin schon ganz gespannt auf die nächsten Tage, in denen ich La Digue besichtigen werde, denn das ist als nächstes geplant. Aber ich hoffe, euch hat das Video gefallen. Gebt dem Video gerne einen Daumen nach oben, abonniert den Kanal und wir sehen uns im nächsten Video. Haut rein, tschaußen!